Liebe Kinder der Nacht, seid uns ganz recht herzlich willkommen hier auf dem Schloss Dracula. Gut, wir haben hier den netten Mr. Kyle Huang, seines Zeichens Paparazzi, und ihr wisst, Paparazzi, da bin ich nicht so gut drauf zu sprechen. Der Graf hat ihn letztes Mal hier hinboxiert, hier brennt ein schönes Feuerchen, ich gehe mal direkt auf Play. Und nun ja, er sitzt hier und schaut ein wenig fern, noch kann er das machen. Hier liegt ein vergifteter Apfel, was kann man mit dem eigentlich machen? Essen, okay. Wir schauen. Das Feuerchen wird vielleicht endlich mal dafür sorgen, dass hier endlich auch mal ein Feuertoter am Start ist. Denn, wie gesagt, verhungert sind ja schon einige, aber so richtig wirklich... Oh, die gute Bonhilda räumt doch auf. Das ist eine nette Sache. Wir hatten ja auch... Beziehungsweise der Graf hat ja in der letzten Folge die gute Miss Schmidt gebissen. Okay, die pennt gerade. Das Bett könnten wir auch wieder bei ihr reinstellen ins Zimmer. Habe ich ganz vergessen. Was? Ich muss jetzt los. Wie? Was? Wie, der muss los? Der ist abgehauen. Wieso ist der abgehauen? Und der Graf legt sich jetzt... Wieso ist der weg? Okay. Feuer ausmachen. Ja, die Paparazzis, das ist so eine Sache, ne? Okay. Da ist der... Okay, wir müssen erst... Sie kommt natürlich jetzt gar nicht rein. Hatte ich ganz vergessen. Ja, ja. Hat ich vergessen. Aufschließen. Zack, Feuer ausmachen. Bevor uns hier noch die Hütte abfackelt. Das wollen wir ja nicht. Okay, das heißt, die Paparazzis verschwinden. Das war ja ähnlich in der Folge einfach tierisch. Da hatten wir ja auch mal ein Paparazzi... Oh, sie macht das sogar mit dem Zauberstab aus. Cool. Da hatten wir ja auch seinerzeit ein... Komm, dann üben wir mal ein bisschen mit Magie. Ein Paparazzi einzäunen müssen, weil die uns zu dicht auf die Pelle gerückt sind. Und nun gut, ganz kurz mal gucken. Wir machen einmal kurz einen Besuch in der Pommesbude und sagen einmal Pommes! So, okay, was ist das hier für ein Zeichen? Dreckige Umgebung. Okay, da kommt Bonhilda, räumt auf. Okay, sie kommt nicht dran. Egal, Karl. Was ist denn das? Pizza bestellen. Hermine will eine Pizza bestellen, okay. Kann sie hier mit der Pfütze irgendwas zaubern? Ne, nur aufwischen, okay. Irgendwas zaubern? Ne. So, Herr Dracula, was machen wir denn jetzt hier so? Oh, es ist auch schon wieder hell, sehe ich gerade. Da können wir sowieso nicht viel machen. Zumindest nicht mit dem Grafen. Und ja, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass die Paparazzis hier wieder abhauen. Aber gut, je besser Hermine hier beim Zaubern wird, wir werden die abfackeln ohne Ende. Ja, gucken wir mal. Tubular. Verschämen, genau. So, Herr Dracula. Das ist natürlich auch ein bisschen suboptimal gelaufen. Aber wir haben ja hier um 18 Uhr unsere Party am Start. Deswegen würde ich sagen, Grafiboy... Mach doch mal hier Abendklappen. Wir haben, wie ihr euch vielleicht erinnert, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, haben wir jetzt hier eine Bestattungsparty am Start. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wann wir da irgendwie, wie, wo, wen, was auch immer bestatten. Wir machen einfach mal, wir gucken, was passiert. Und nun ja. Oh Gott, Graf, wieso ziehst du dich nicht um? Das dauert alles wieder ultra lange, meine Freunde. Okay, pass mal auf, Killer, mein Freund, du gehst jetzt hier mal eine Runde Ball spielen. Okay, ich höre gerade, der Graf hat sich umgezogen. Hier hingehen, kommt er da raus. Wer flucht denn darum? Ist das Hermine? So, hier, komm, weiter Magie spielen. Zap. So, Graf, mein Freund, du wirst jetzt hier mal ganz kurz noch ein bisschen recherchieren. Was kann der eigentlich alles schon? Müssen wir gleich mal gucken. So, da ist die gute Candice. Ist sie schon ein Vampir? Nein, ist sie noch nicht. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall passieren. In absehbarer Zeit. Ich weiß nicht genau wann, wie und wo und weshalb. Aber solange die hier nicht am Bennen ist, können wir das wieder in ihr Zimmer stellen, damit sie dann auch wieder ganz normal schön schlafen kann. So, okay.
Dann haben wir hier ein Bett, ein Doppelbett für gewisse sportliche Aktivitäten. Ja, kennt ihr wahrscheinlich aus den anderen Staffeln, da haben wir uns auch gelegentlich sportlich betätigt. Das faktuelle Sportstudio, ich erinnere daran. So, Killer, wieso ist denn dein Ball jetzt hier drin eigentlich? Hast du ihn da reingekickt? Ach nee, wir haben einen zweiten, okay. Das ist aber ein Luxushund, der hat zwei Bälle, cool. Mesha, Dufna, Miska. Miska? Opluf. Okay. Was kann sie denn hier so zaubern? Die hat nichts im Inventar. Ach, das ist Killer, pardon. Platzieren, Zauber wirken. Yibba Teba. Komm hier, verwandle das mal ein bisschen, ganz kurz. Was man da so mitmachen kann. Mhm. Gut, während Bornhilda wieder nette Drinks mixt. So. Sagt sie sich das an, nee, legt sie dann dahin, okay? Dufna Miska. Miska. Was ist das? Ein Sonnenstein. 600 Pfeifen. Okay. Ja, gut. Nett. So, ja, das ist schade, dass wir Paparazzis hier nicht wirklich um die Ecke bringen können. Die, Aber wir können ja theoretisch mal, So, hier, Zimmern rufen, nach Hause einladen, gucken wir mal. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Typ hieß, ne? Aber der hat eine Brille, vielleicht kann ich den erkennen. So, der war es nicht. Aber der war schon mal, der andere war schon mal als Zombie da. Okay, Klicker. Und hier sieht ja auch cool aus. Jack Skipper, okay, müssen wir uns merken. Den Namen finde ich cool. Da ist er, Kai Luang, den laden wir mal ein. Denn nur ein toter Paparazzi ist ein guter Paparazzi. So, ruf dann lecker an. Okay, der kommt rüber. Ein großer Fehler, mein Freund. Großer Fehler. So, Chabo, Dabo, Dabo, da. Dann würde ich vorschlagen, Hermine, du machst jetzt hier mal das Feuer an. Feuer anzünden. Feuer anzünden. Und dann, wirst du noch ein bisschen Alchemie recherchieren. Okay, sie macht das mit einem Zauberstab an. Und der Graf wird jetzt hier ein bisschen Fernsehen High Definition. Kommt der Typ jetzt von alleine rein oder was geht da jetzt? Okay. Weil jetzt ist er ja nicht als Paparazzi da, sondern als normaler Hausgast. Oh, fuck. Bitten, mitmachen, zusehen. Nur wenn er als Zombie kommt, auch nicht schlecht. So, komm. Mach fertig mit deiner Zombie-Quatsch-Attacke hier. Ist eh nicht richtig, ist alles nur getürkt. Was macht der Graf jetzt? Oh, fuck, ich krieg zu viel, ey. Graf, hierhin. Nein. Löschen. So, Dracula, mein Freund. Hier hingehen. Okay. So, jetzt hier alle raus. So. Ich sagte so. Okay. Och, Hermine. Ey, Alte, du nervst hier voll ab, ne? Oh, ey, wir hätten den schon wieder gehabt, aber Hermine musste ja die ganze Sache wieder versauen. Also Hermine ist langsam echt ein bisschen kontraproduktiv, ey. Scheiße hier. So, hier nochmal Fernsehen High Definition. Du machst den Bruder jetzt klar hier, sonst werde ich ein bisschen sauer. Okay, die streiten schon wieder. Oh Mann, was für eine Scheiße hier. So, bevor hier alles wieder schief läuft, Killer da im Pool eine Runde schwimmen, Graf eine Runde trainieren,
Nein, das war falsch. Befehlen zu bewachen. Oh, Freunde, das ist da alles ein bisschen, wie soll ich sagen, Gewichte stimmen. So, Hermine. Zack. Bitten, mitmachen, zusehen. Klappt das jetzt? Klappt das jetzt? Meine Fresse. Also, ey, das ist aber echt... Okay, klappt das jetzt oder klappt das jetzt nicht? Okay. Zusehen. Haben wir den jetzt noch drin oder haben wir den nicht drin? Oh, Freunde. Es tut mir leid, es geht gerade ein bisschen alles drunter drüber. Okay, er kommt aber auf jeden Fall. Oh, jetzt sag mir nicht, dass ich falsch geklickt habe. Nein, nicht das. Darf nicht wahr sein. Es tut mir leid. Fernsehen High Definition. Alter Falter, ich krieg das hier irgendwie heute nicht hin. Meine lieben Leute, es tut mir leid. Auch wenn ich die liebe Leute schon wieder diverse Male gesagt habe. So, hier bitten. Boah, Freunde. Freunde. Ist der jetzt auf dem Klo hier, oder was? Ne, da ist er. Hier, zack. Bitten, mitmachen, zusehen. Dann bleiben wir auch so lange sitzen, bis der Vogel hier drin ist. Das heißt, schreckliches Geheimnis. Okay, toll. Interessiert uns gar nicht. Mich zumindest gerade nicht. Bin ein bisschen angefressen, dass der Scheiß hier nicht funktioniert. Okay, jetzt kommt er auf jeden Fall. So. Setzt sich lecker hin. Hermine, du wirst jetzt einmal hier hingehen. Oh, jetzt macht die blöde Kuh die Glotze aus. Ey, wenn das jetzt wieder nicht klappt, ne? Sieht verdächtig danach aus. Ja. Okay. Oh Mann, ich krieg zu viel. Na gut, okay, wir haben es probiert. Es hat nicht sollen sein. Was macht denn der da? Okay. Ey Leute, einen Versuch werde ich noch unternehmen. Hier, Fernsehen High Definition. So, dann, wenn es jetzt nicht klappt, ist der letzte Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann hat er Glück gehabt. Ganz einfach. Schicksal hat zu seinen Gunsten entschieden. So, wo ist der Stricher jetzt hier? Wubbeliever. Bitten, mitmachen, zusehen. So, mal gucken, ob er jetzt kommt. Jetzt auch mir nicht, er haut ab. Ich glaube, er haut ab. Ja. Okay, Hermine, du hast es richtig kräftig versaut. Und zwar schon zum dritten Mal. Scheiße hier. Mach vorher das Feuer aus. Wobei, da war noch jemand. War da noch jemand? Hallo? Möchte noch jemand hier bei uns Besuch abstatten oder so? Hermine, du bist echt ein total beschissenes Stück Hexe. Mann. Dreimal hatten wir und die blöde Kuh versaut das. Okay, ich war natürlich auch nicht ganz unschuldig dran, aber nun ja. Okay. Um 18 Uhr ist ja Party. Gucken wir mal, was da so bei rumkommt. Mann. Diese verkackten Sims, ey. Hatten wir schon drin und Hermine versaut den ganzen Scheiß hier. Ich muss mich gerade mal ein bisschen aufregen, liebe Leute. So, 18 Uhr ist die Party, dreckige Umgebung, okay. Die gute Candice hat sich noch nicht verwandelt, das dauert, denke ich mal, auch 2-3 Tage. Ist ja gerade mal Dienstag, gebissen haben wir sie, glaube ich, am Montag. So, was macht der Graf jetzt? Leugnen, Vampir zu sein, okay. So, während die hier noch am Kebbeln sind, werden wir ganz kurz mal zum Bütchen gehen und... Pommes! Ja, so ist das richtig. Einmal Pommes und alles ist wieder im roten bzw. im grünen Bereich, wie ihr seht. So, okay. Da bin ich ja mal gespannt, ob das mit der Party gleich einer wird. Ich kann es nicht genau sagen, ey. Ich möchte ja eigentlich ungern die Leute so reinschieten, aber ey, wir haben jetzt echt so viel Versuche unternommen und es hat nichts geklappt. Das war irgendwie scheiße hier, Mann. Diese verkackte Hermine hier einen Scheiß gemacht hat. Komm, geh mal eine Runde plümpsen. Geh jetzt auch mal eine Runde plümpsen.
Da kommt Killer. Was das hier soll, verstehe ich auch nicht. Hallo? Vampir-Treffen. Du lebst mit einem Vampir unter einem Dach und dann so eine Scheiße hier. Was, jetzt kloppt euch, wer zuerst reingeht oder was? Mann, 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 Mann. Diese Sims sind doch echt doof wie Bohnenstroh, ey. Okay, Hermine springt vom Rand. Ja. Super. Oh, der Graf hat die Athletikfähigkeit 10 erreicht. Ja, super. Dann ist er ja eigentlich bereit für... Wie soll ich sagen? Killer kommt auch rein. Ja, wie ihr seht, Platz ist genug hier auf jeden Fall. Und nun ja. Hier sind sie alle drei schön beisammen. Schwimmen lecker. Lecker, 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 lecker. Nun ja, Grafi-Baby, wenn du schon irgendwie 10er-Level erreicht hast, dann spielst du nochmal... Ach, das ist Hermine, pardon. Ich bin im falschen Sim, wie so oft. So, okay. Hier, genug geschwommen. Hermine auch genug geschwommen. Party geht, glaube ich, um 6 los, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? So, derweil machen wir allerdings schon mal hier... Na, wenn die Party um 6 losgeht, ein kleines Feuerchen an. Man kann ja nie wissen... Was so passiert in der Zeit, ob jemand von den Gästen sich direkt da reinbegibt. Wir gucken. Machen auch die Glotze direkt an, beziehungsweise können ja auch mal hier den, das Radio einschalten. Ersetzen. Ach, das ist wahrscheinlich abgefackelt, okay. So. Einschalten. So. Hermine wird dann jetzt mal... Gibt es denn schon eine Rechnung? Oh, Rechnung bezahlen. Denke ich mal, ist dringend notwendig. Okay. Ich hoffe nur, das fackelt nicht vor, die Party losgeht. Das wäre äußerst scheiße. Aber, liebe Leute, ich sehe, die Zeit ist erreicht und nun ja, wie die Party hier so werden wird, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, denke ich mal. Liebe Leute, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Die ganzen gescheiterten Scheißdinger hier, aber egal. Verbleibe ich wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne. Freunde, haltet euch wacker. Ciao, ciao, euer Spiegend 45. Liebe Kinder der Nacht, seid uns ganz recht herzlich willkommen hier auf dem Schloss Dracula. Gut, wir haben hier den netten Mr. Kyle Huang, seines Zeichens Paparazzi. Und ihr wisst, Paparazzi, da bin ich nicht so gut drauf zu sprechen. Der Graf hat ihn letztes Mal hier hinboxiert. Hier brennt ein schönes Feuerchen. Ich gehe mal direkt auf Play. Und nun ja, er sitzt hier und schaut ein wenig fern. Noch kann er das machen. Hier liegt ein vergifteter Apfel. Was kann man mit dem eigentlich machen? Essen, okay. Wir schauen. Das Feuerchen wird vielleicht endlich mal dafür sorgen, dass hier endlich auch mal ein Feuertoter am Start ist. Denn, wie gesagt, verhungert sind ja schon einige, aber so richtig wirklich... Oh, die gute Bonhilda räumt doch auf. Das ist eine nette Sache. Wir hatten ja auch... Beziehungsweise der Graf hat ja in der letzten Folge die gute Miss Schmidt gebissen. Okay, die pennt gerade. Das Bett könnten wir auch wieder bei ihr reinstellen ins Zimmer. Habe ich ganz vergessen. Was? Ich muss jetzt los. Wie? Was? Wie, der muss los? Der ist abgehauen? Wieso ist der abgehauen? Der Graf legt sich jetzt... Wieso ist der weg? Okay. Feuer ausmachen. Ja, die Paparazzis, das ist so eine Sache, ne? Okay. Da ist der... Okay, wir müssen erst... Sie kommt natürlich jetzt gar nicht rein. Hatte ich ganz vergessen. Ja, ja. Hat ich vergessen. Aufschließen. Zack, Feuer ausmachen. Bevor uns hier noch die Hütte abfackelt. Das wollen wir ja nicht. Okay, das heißt, die Paparazzis verschwinden. Das war ja ähnlich in der Folge einfach tierisch. Da hatten wir ja auch mal ein Paparazzi... Oh, sie macht das sogar mit dem Zauberstab aus. Cool. Da hatten wir ja auch seinerzeit ein... komm, dann üben wir mal ein bisschen mit Magie. Ein Paparazzi einzäunen müssen, weil die uns zu dicht auf die Pelle gerückt sind. Und nun gut, ganz kurz mal gucken. Wir machen einmal kurz einen Besuch in der Pommesbude und sagen einmal... Pommes! So, okay. Was ist das hier für ein Zeichen? Dreckige Umgebung. Okay, da kommt Bonhilda, räumt auf.
Okay, sie kommt nicht dran. Egal, Karl. Was ist denn das? Pizza bestellen. Hermine will eine Pizza bestellen, okay. Kann sie hier mit der Pfütze irgendwas zaubern? Ne, nur auffischen, okay. Irgendwas zaubern? Ne. So, Herr Dracula, was machen wir denn jetzt hier so? Oh, es ist auch schon wieder hell, sehe ich gerade. Da können wir sowieso nicht viel machen. Zumindest nicht mit dem Grafen. Und ja, finde ich irgendwie ein bisschen schade, dass die, Paparazzis hier wieder abhauen. Aber gut, je besser Hermine hier beim Zaubern wird, wir werden die abfackeln ohne Ende. Ja, gucken wir mal. Tubular. Verschimmen, genau. So, Herr Dracula. Das ist natürlich auch ein bisschen suboptimal gelaufen. Aber wir haben ja hier um 18 Uhr unsere Party am Start. Deswegen würde ich sagen, Grafiboy, mach doch mal hier Abendklappen. Wir haben, wie ihr euch vielleicht erinnert, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, haben wir jetzt hier eine Bestattungsparty am Start. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Wann wir da irgendwie, wie, wo, wen, was auch immer bestatten. Wir machen einfach mal, wir gucken, was passiert. Und nun ja. Oh Gott, Graf, wieso ziehst du dich nicht um? Das dauert alles wieder ultra lange, meine Freunde. Okay, pass mal auf, Killer, mein Freund, du gehst jetzt hier mal eine Runde Ball spielen. Okay, ich höre gerade, der Graf hat sich umgezogen. Hier hingehen, kommt er da raus. Wer flucht denn darum? Ist das Hermine? So, hier, komm, weiter Magie spielen. Zap. So, Graf, mein Freund, du wirst jetzt hier mal ganz kurz noch ein bisschen recherchieren. Was kann der eigentlich alles schon? Müssen wir gleich mal gucken. So, da ist die gute Candice. Ist sie schon ein Vampir? Nein, ist sie noch nicht. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall passieren. In absehbarer Zeit. Ich weiß nicht genau wann, wie und wo und weshalb. Aber solange die hier nicht am Bennen ist, können wir das wieder in ihr Zimmer stellen, damit sie dann auch wieder ganz normal schön schlafen kann. So, okay. Dann haben wir hier ein Bett, ein Doppelbett für gewisse sportliche Aktivitäten. Ja, kennt ihr wahrscheinlich aus den anderen Staffeln, da haben wir uns auch gelegentlich sportlich betätigt. Das faktuelle Sportstudio, ich erinnere daran. So, Killer, wieso ist denn dein Ball jetzt hier drin eigentlich? Hast du ihn da reingekickt? Ach nee, wir haben einen zweiten, okay. Das ist aber ein Luxushund, der hat zwei Bälle, cool. Mesha, Dufna, Miska. Miska? Opluf. Okay. Was kann sie denn hier so zaubern? Die hat nichts im Inventar. Ach, das ist Killer, pardon. Platzieren, Zauber wirken. Yibba Teba. Komm, hier, verwandle das mal ein bisschen, ganz kurz. Was man da so mitmachen kann. Mhm. Gut, während Bonhilda wieder... Okay. Oh Mann, ich krieg zu viel. Na gut, okay, wir haben es probiert. Es hat nicht sollen sein. Was macht denn der da? Okay. Ey Leute, einen Versuch werde ich noch unternehmen. Hier, Fernsehen, High Definition. So, dann, wenn es jetzt nicht klappt, ist der letzte Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, dann hat er Glück gehabt. Ganz einfach. Schicksal hat zu seinen Gunsten entschieden. So, wo ist der Stricher jetzt hier? Wubbeliever? Bitte mitmachen, zusehen. So, mal gucken, ob er jetzt kommt. Jetzt auch mir nicht, er haut ab. Ich glaube, er haut ab. Ja. Okay, Hermine, du hast es richtig kräftig versaut. Und zwar schon zum dritten Mal. Scheiße hier. Mach vorher das Feuer aus. Wobei, da war noch jemand. War da noch jemand? Hallo? Möchte noch jemand hier bei uns Besuch abstatten oder so? Hermine, du bist echt ein total beschissenes Stück Hexe. Mann. Dreimal hatten wir und die blöde Kuh versaut das. Okay, ich war natürlich auch nicht ganz unschuldig dran, aber nun ja. Okay.
Um 18 Uhr ist ja Party. Gucken wir mal, was da so bei rumkommt. Mann. Diese verkackten Sims, ey. Hat man schon drin und Termine versaut den ganzen Scheiß hier. Ich muss mich gerade mal ein bisschen aufregen, liebe Leute. So, 18 Uhr ist die Party. Dreckige Umgebung, okay. Die gute Candice hat sich noch nicht verwandelt. Das dauert, denke ich mal, auch 2-3 Tage. Ist ja gerade mal Dienstag. Gebissen haben wir sie, glaube ich, am Montag. So. Was macht der Graf jetzt? Leugnen, Vampir zu sein. Okay. So, während die hier noch am Kämmeln sind, werden wir ganz kurz mal zum Bütchen gehen und Pommes! Ja, so ist das richtig. Einmal Pommes und alles ist wieder im roten bzw. im grünen Bereich, wie ihr seht. So, okay. Da bin ich ja mal gespannt, ob das mit der Party gleich einer wird. Ich kann es nicht genau sagen, ey. Ich möchte ja eigentlich ungern die Leute so nette Drinks mixt. So. Sagt sie sich das an, die legt sie dann dahin, okay? Miska. Was ist das? Ein Sonnenstein. 600 Pfeifen. Okay. Ja, gut. Nett. So, ja, das ist schade, dass wir Paparazzis hier nicht wirklich um die Ecke bringen können. Die, Aber wir können ja theoretisch mal, So, hier, Zimmern rufen, nach Hause einladen, gucken wir mal. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der Typ hieß, ne? Aber der hat eine Brille, vielleicht kann ich den erkennen. So, der war es nicht. Aber der war schon mal, der andere war schon mal als Zombie da. Okay, Klicker. Der sieht ja auch cool aus. Jack Skipper, okay. Müssen wir uns merken, den Namen finde ich cool. Da ist er, Kai Luang. Den laden wir mal ein. Denn nur ein toter Paparazzi ist ein guter Paparazzi. So, ruft dann lecker an. Okay, der kommt rüber. Ein großer Fehler, mein Freund. Großer Fehler. So, Chabo, Dabo, Dabo, da. Dann würde ich vorschlagen, Hermine, du machst jetzt hier mal das Feuer an. Feuer anzünden. Und dann, wirst du noch ein bisschen Alchemie recherchieren. Okay, sie macht das mit einem Zauberstab an. Und der Graf wird jetzt hier ein bisschen Fernsehen, High Definition. Kommt der Typ jetzt von alleine rein oder was geht da jetzt? Okay. Weil jetzt ist er ja nicht als Paparazzi da, sondern als normaler Hausgast. Oh, fuck. Bitten, mitmachen, zusehen. Wenn er als Zombie kommt, auch nicht schlecht. So, komm. Mach fertig mit deiner Zombie-Quatsch-Attacke hier. Ist eh nicht richtig, ist alles nur getürkt. Was macht dein Graf jetzt? Oh, fuck, ich krieg zu viel, ey. Graf, hierhin. Nein. Löschen. So, Dracula, mein Freund. Hier hingehen. Hermine, hier hingehen. Hier hingehen. Okay. So, jetzt hier alle raus. So. Ich sagte so. Okay. Och, Hermine. Ey, Alte, du nervst hier voll ab, ne? Oh, ey, wir hätten den schon wieder gehabt, aber Hermine musste ja die ganze Sache wieder versauen. Also Hermine ist langsam echt ein bisschen kontraproduktiv, ey. Scheiße hier.
So, hier nochmal Fernsehen High Definition. Du machst den Bruder jetzt klar hier, sonst werde ich ein bisschen sauer. Okay, die streiten schon wieder. Oh Mann, was für eine Scheiße hier. So, bevor hier alles wieder schief läuft, Killer da im Pool eine Runde schwimmen, Graf eine Runde trainieren. Nein, das war falsch. Befehlen zu bewachen. Oh, Freunde, das ist da alles ein bisschen, wie soll ich sagen, Gewichte stimmen. So, Hermine. Zack. Bitten, mitmachen, zusehen. Klappt das jetzt? Klappt das jetzt? Meine Fresse. Also, ey, das ist aber echt... Okay, klappt das jetzt oder klappt das jetzt nicht? Okay. Zusehen. Haben wir den jetzt noch drin oder haben wir den nicht drin? Oh, Freunde. Es tut mir leid, es geht gerade ein bisschen alles drunter drüber. Okay, er kommt aber auf jeden Fall. Oh, jetzt sag mir nicht, dass ich falsch geklickt habe. Nein, nicht das. Darf nicht wahr sein. Es tut mir leid. Fernsehen High Definition. Alter Falter, ich krieg das hier irgendwie heute nicht hin. Meine lieben Leute, es tut mir leid. Auch wenn ich die liebe Leute schon wieder diverse Male gesagt habe. So, hier bitten. Boah, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Ist der jetzt auf dem Klo hier, oder was? Ne, da ist er. Da ist er. Hier, zack. Bitten, mitmachen, zusehen. Dann bleiben wir auch so lange sitzen, bis der Vogel hier drin ist. Das heißt, schreckliches Geheimnis. Okay, toll. Interessiert uns gar nicht. Mich zumindest gerade nicht. Bin ein bisschen angefressen, dass der Scheiß hier nicht funktioniert. Okay, jetzt kommt er auf jeden Fall. So. Setzt sich lecker hin. Hermine, du wirst jetzt einmal hier hingehen. Oh, jetzt macht die blöde Kuh die Glotze aus. Ey, wenn das jetzt wieder nicht klappt, ne? Sieht verdächtig danach aus. Ja.